Guten Morgen an diesem Donnerstagmorgen und herzlich willkommen bei Phoenix vor Ort. Wir melden uns direkt aus dem Reichstagsgebäude, denn wir haben sehr, sehr viel Bundestag für Sie heute. Das lohnt sich immer, heute aber ganz besonders. Beispielsweise melden wir uns ab 12.45 Uhr von der heutigen Sitzung des BKA-EDATI-Untersuchungsausschusses. Sie wissen, das ist der Ausschuss, der klären soll, ob der ehemalige SPD-MdB Sebastian EDATI möglicherweise gewarnt wurde vor den Ermittlungen zum möglichen Besitz von kinderpornografischem Material, ob er gewarnt wurde aus SPD oder BKA und oder von beiden. Da gibt es heute die Befragung des ehemaligen BKA-Präsidenten Zirke und auch der ehemalige Abgeordnete wird noch mal zu Gast sein. Zunächst und vor allem und gleich ab 9 Uhr, aber hier beschäftigt sich der Bundestag mit den Anschlägen von Paris und vor allem auch den Konsequenzen daraus. Da wird Bundestagspräsident Lammert zunächst eine Gedenkansprache halten und dann gibt es eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin eben zu den möglichen Konsequenzen und Folgen. Da wird es um Sicherheit gehen, um Sicherheitsgesetze, um die Vereitelung von Anschlägen und natürlich auch um die Prävention, wie beispielsweise man verhindern kann, möglicherweise, dass sich junge Männer zunehmend radikalisieren und dann zu Attentätern werden. Wir wollen ein wenig von dieser Diskussion, die es dann anschließend im Plenum gibt, vorwegnehmen. Und ich freue mich, dass heute Morgen bei mir sind Britta Hasselmann, die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, und Michael Große-Brömer, der dasselbe Amt hat bei der Unionsfraktion. Guten Morgen Ihnen beiden. Anschläge in Europa, terroristische, islamistische, sind nicht neu. Wir hatten London, Paris, wir hatten auch mögliche Bedrohungen hier in Deutschland. Es gab sogar Anschläge in Frankfurt am Flughafen, Frankfurt-Main. Insofern wissen wir, dass wir eine hundertprozentige Sicherheit wahrscheinlich nicht haben können. Wir können aber versuchen, ein wenig mehr oder so effizient wie möglich Sicherheit herzustellen. Und jetzt fange ich mal mit dem an, der in der Verantwortung ist, und frage, wie wollen Sie es machen aus Unionssicht? Ja, wir haben klare Vorstellungen, die wir im Übrigen auch schon deutlich vor den Anschlägen in Paris geäußert haben. Positionspapiere, ein Beschluss auf dem Bundesparteitag. Wir wollen gerade in diesem speziellen Bereich, die Sympathiewerbung zum Beispiel gegen oder für gewaltbereite Islamisten, die wollen wir deutlich unter Strafe stellen. Die verbreiten sich sehr massiv im Internet. Und da müssen wir aufpassen, dass nicht zu viele junge Menschen rekrutiert werden. Daran muss man arbeiten. Man muss aber auch repressiv daran arbeiten, dass man Täter dann auch schnell ermitteln kann. Deswegen ist es eine alte Forderung der Union, beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Da gibt es eine klare Vorgabe auch der Gerichte. Die ist nicht grundsätzlich verfassungswidrig. Man muss sie nur verhältnismäßig ausgestalten. Das ist unser Wunsch. Und wir glauben, wir müssen beides tun. Wir müssen viel für die Prävention tun, zur Verhinderung dieser Anschläge. Das ist auch häufig schon geglückt und heute macht ja eine große Tageszeitung auch schon wieder mit einer entsprechenden Schlagzeile auf. Aber wir müssen gleichzeitig auch so stark sein als Staat, dass wir die Täter dann auch relativ schnell ausfindig machen können und ihrer gerechten Strafe zuführen können. Wir wollen uns gleich mit der Vorratsdatenspeicherung gleich nochmal ganz besonders beschäftigen. Deswegen, ich vermute, dass Sie als erstes sagen würden, das ist gar nicht nötig. Aber wir nehmen uns da Zeit für und schauen da extra drauf. Im Gespräch sind unter anderem Reisebeschränkungen. Die Ausreise von Deutschen in Kriegsgebiete soll unter Strafe gestellt werden. Dann ist in der Diskussion der Entzug von Personalausweisen. Mögliche potenzielle Gefährder sollen Ersatzausweise bekommen. Was halten Sie oder als Grüne von diesen Maßnahmen? Ich glaube, erstmal ist es heute wichtig, Sie haben ja gesagt, der Bundestag kommt zusammen. Da ist es wichtig, einen Moment lang innezuhalten, so wie das auch in vielen, vielen Städten in Deutschland schon geschehen ist, in Frankreich ganz besonders geschehen ist. Wir müssen an diese brutalen Anschläge erinnern und auch den Opfern unser Gedenken, unseren Respekt gegenüber den Familien äußern. Das werden wir heute im Bundestag tun. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, das auch auszustrahlen als Parlament und darauf wird natürlich auch ein Akzent heute liegen. In Bezug auf die Frage, was bedeutet das für uns, für unsere Freiheit, weil das war ja auch ein Anschlag nicht nur auf Charlie Hebdo, nicht nur auf die jüdischen, auf den koscheren Supermarkt, auf die Polizisten, sondern es war ein Anschlag auf unsere Freiheit und unsere Demokratie. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier eine Balance zu finden zwischen notwendigen Sicherheitsinteressen und unserer Freiheit und den Grundrechten, die es zu verteidigen gibt. Deshalb halte ich auch nichts von reflexartigen Gesetzesverschärfungen. Wir müssen ganz in Ruhe gucken, wie ist die Bedrohungslage?
wie ist die Sicherheitslage und was ist der Rahmen der bestehenden Gesetze? Was können wir eigentlich da tun? Haben wir genug Ausweiskontrollen, zum Beispiel an den Außengrenzen? Über diese Frage würde ich gerne viel intensiver diskutieren mit unserem Innenminister, als sofort zu sagen, wir haben hier ein neues Instrument und das hilft garantiert. An dieses neue Instrument, das hat sich gestern in der Fragestunde gezeigt, stellen sich sehr viele kritische Fragen. Und deshalb gilt es doch hier mal zu klären, wir haben jetzt schon das Instrument in geltenden Gesetzen von Ausreisesperren. Warum nutzen wir das nicht? Oder warum intensivieren wir die Kontrollen an den Außengrenzen nicht? Das ist ein Punkt, finde ich, über den müssen wir in Ruhe und in aller Besonnenheit sprechen. Okay, dann überspringen wir die Einzelpunkte und ich versuche das zu bündeln und fasse zusammen und frage, Herr Große-Brömer, wir haben viele Instrumente. Warum nutzen wir die nicht? Warum brauchen sie zusätzlich zu den bestehenden, die es in Deutschland gibt, die es auch in Europa gibt, grenzüberschreitend? Warum brauchen sie unbedingt neue? Es werden ja auch vorhandene Instrumente genutzt und wir haben ja in vielfältiger Weise Anschläge in Deutschland verhindert. Wir bekommen dann allerdings von den Nachrichtendiensten, die ja häufig immer nur kritisiert werden, in diesen Fällen vielleicht auch mal gelobt werden müssen. Wir bekommen natürlich da keine großen Schlagzeilen. Die Anschläge fabrizieren wochenlange Schlagzeilen. Die Arbeit, die effizient gemacht wird vom Bundeskriminalamt, auch vom Bundesnachrichtendienst, die wird dann häufig nur kritisiert in anderen Zusammenhängen. Da ist auch mal eine Möglichkeit zu sagen, vielen Dank für eine effiziente Arbeit. Und Sie haben völlig recht, wir haben schon gute Möglichkeiten der Strafverfolgung. Aber ich sage Ihnen mal eins, weil wir immer diese Debatte über diese Vorratsdatenspeicherung oder die Mindestspeicherfrist von Daten haben. Es ist völlig unstreitig, jeder Experte, der im Internet recherchiert und ermittelt, sagt, wir brauchen solche Dinge, weil natürlich all die Attentäter, all die Kriminellen, die da unterwegs sind, ihre eigene Art gefunden haben, sich möglichst nicht auffinden zu lassen, gerade was Datenströme und Datenvermittlung betrifft. Und deswegen, wir hören seit Ewigkeiten Telefonate ab, nach vorherigem Richterbeschluss. Auch in diesem Fall soll es um nichts anderes gehen. Es geht noch nicht mal um Inhalte, es geht nur um Datenverbindungen, so wie sie auf Ihrer Telefonabrechnung stehen. Und wenn man die nutzen kann zur Verfolgung schwerster Straftaten, zur Verfolgung von Terroristen, dann kann ich nicht verstehen, dass man da sagt, oh Gott, damit habe ich ein Problem. Jetzt sind wir doch mittendrin in der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung. Das wird ja auch mutmaßlich die sein, auf die es sich zuspitzt in den nächsten Wochen. Warum keine anlasslose, flächendeckende Vorratsdatenspeicherung? Warum nicht das Instrument, das Michael Große-Brömer als ein richtiges versteht und auch der neue BKA-Präsident Münch? Ich kann da die Union absolut nicht verstehen und auch Teile der SPD, die ja jetzt anfangen zu sagen, man muss über die Vorratsdatenspeicherung nachdenken. Ich bin sehr froh, dass mit uns Grünen der Europäische Gerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt haben, so wie bislang geplant, ist die anlasslose Massenüberwachung rechtswidrig. Es gibt keinen Grund dafür, massenhaft und anlasslos Kommunikationsdaten sämtlicher Art von SMS über E-Mail über Telefon aller Bürgerinnen und Bürger einfach nur zu sammeln. Das ist verfassungswidrig und diese Position teilen wir Grünen, deshalb lehnen wir die Vorratsdatenspeicherung ab. Ich verstehe auch nicht, Herr Große-Brömer, wie man reflexartig jetzt zu dieser Forderung kommt, denn in Frankreich gab es diese Vorratsdatenspeicherung. Suggeriert nicht der Eindruck, jetzt fordern wir kurzerhand die Vorratsdatenspeicherung und dann haben wir mehr Sicherheit, dass das so ist in Deutschland. Wir hatten in Frankreich die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung an sich hat keine Anschläge verhindert. Warum also dieser Reflex? Für Grüne völlig unverständlich. Wir lehnen diese massenhafte, anlasslose Überwachung ab. Würde ich auch aus Ihrer Sicht noch die eine oder andere Begründung hören, weil das ist ja einer der meistgenannten Einwände, dass man sagt, die hatten das in Frankreich und der Anschlag ist trotzdem passiert. Viele hier auch sagen, okay, wir selbst aus Ihrer Partei und aus der Union insgesamt sagen, dass das natürlich keine Anschläge verhindert, aber hinterher können wir möglicherweise gucken, wer hat da mit wem kommuniziert, wo sind die Waffen hergekommen etc. Nichtsdestotrotz kann das BKA ja heute schon bei potenziellen Terroristen und Gefährdern in die Computer rein, kann sie abhören, kann sie beobachten und dem Ganzen auf die Spur kommen. Also insofern bräuchte man das für eine bestimmte Klientel, bräuchten sie ja kein neues Gesetz.
Und ich möchte das nochmal betonen, weil die Kollegin hier immer von reflexartig spricht. Ich glaube, wir sind die einzige Fraktion, die seit Jahren die Vorratsdatenspeicherung fordern und damals mit der SPD zusammen umgesetzt haben, mit der Justizministerin Zypris. Und das Bundesverfassungsgericht hat natürlich klar gesagt, das ist ein geeignetes Mittel, nicht wir. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, die Vorratsdatenspeicherung ist ein wichtiges, geeignetes Mittel zur Ermittlung von Straftaten. Und deswegen geht es nur um die Ausgestaltung. Es geht nur um die Ausgestaltung und nichts anderes fordern wir. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung einer Vorratsdatenspeicherung, die natürlich kein Allheilmittel ist. Und das Argument finde ich, das ist das Schlechteste zu sagen, es hat sie in Frankreich gegeben, da wurde sie nicht genutzt, deswegen hat sie nicht gewirkt. Wenn man Mittel hat, muss man sie auch nutzen, gar keine Frage. Und sie ist kein Allheilmittel, aber sie ist ein wichtiges Mittel, um Ermittlungen und möglicherweise auch präventive Schritte durchführen zu können, um Anschläge zu verhindern oder jedenfalls aufzuklären. Und da sage ich, natürlich muss es immer einen Ausgleich geben, auch mit Persönlichkeitsrechten und persönlichen Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Und es geht nicht um massenhaft, es geht um eine klare Ermittlungsvorgabe mit Richtervorbehalt, befristet und mit nachträglicher Information an denjenigen, den es betrifft. Also ich meine, da ist doch auch das Persönlichkeitsrecht desjenigen berücksichtigt, der im Zweifel unter Verdacht geraten ist. Und es geht im Übrigen nur bei schwersten Straftaten. Und ich weiß deswegen nach wie vor nicht, wie man sagen kann, das können wir auf keinen Fall tun. Sie beide sind sich ja durchaus einig, dass es jede Menge Mittel gibt, mit denen man potenziellen Gefährdern auf die Spur kommen kann, mit denen man auch fahnden kann. Aus Ihrer Partei, hat mich neulich doch überrascht, kommt die Forderung, dass die Polizei, Bundespolizei, möglicherweise auch BKA erheblich mehr Stellen braucht, auch mehr Unterstützung braucht finanziell. Anton Hofreiter hat es im Interview gesagt vorgestern, um das, was da ist, an Möglichkeiten, an Gesetzesvorgaben auch tatsächlich umzusetzen. Ich bin mich auf der anderen Seite überrascht, dass diese Forderung nicht aus der Union kam. Vielleicht können Sie diesen Punkt noch mal aus grüner Sicht etwas erläutern. Zum einen will ich noch mal ganz kurz sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist so, wie sie hier vorgelegt wurde. Und bis heute gibt es keine andere Vorlage. Bis heute gibt es genau deshalb, weil es nämlich alle Bürgerinnen und Bürger trifft, diese anlasslose Massenüberwachung, ist es so eine massive Grundrechtseinschränkung, dass eben sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch das Europäische Gericht gesagt haben, so ist sie rechtswidrig und deshalb stützen die unsere grüne Argumentation an der Stelle. Ja, in der Tat, wir weisen in dieser Situation darauf hin und sagen, lasst uns darüber reden. Was ist mit den bestehenden Gesetzen? Wie kann genügend Kontrolle stattfinden? Müssen wir zum Beispiel die Bundespolizei besser ausstatten, um bestehende Gesetze wie auch die Ausreisesperre auch wirklich kontrollieren zu können? Was ist mit den Flughäfen an den Außengrenzen? Es geht immer um die Außengrenzen, weil in Europa selbst sind wir ja froh, dass wir keine Grenzen mehr haben, dass wir in einem geeinten Europa leben. Und deshalb geht es hier um viele, viele Maßnahmen, über die wir diskutieren sollten, auch fachlich diskutieren sollten. Was ist mit Präventionsarbeit? Was ist mit Aussteigerprogrammen? All das spielt im Moment keine Rolle in Ihrer Diskussion. Und deshalb habe ich gesagt, reflexartig als das Instrument wird die Vorratsdatenspeicherung genannt, anstatt mal über die bestehenden Gesetze zu reden und auch über die Präventionsarbeit, die mir viel zu kurz kommt. Geben wir ihm noch eine Gelegenheit, darauf zu erwidern. Also warum nicht diesen Weg gehen? Zunächst mal die Mittel nutzen, die man hat, die erweitern, beispielsweise um Personal, beispielsweise um Mittel? Ja, ganz einfache Antwort, das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich müssen wir weiterhin präventiv arbeiten. Wir müssen beispielsweise eben diese Werbung, massive Werbung im Internet für Dschihadisten, für gewaltbereite Islamisten dann eben auch bestrafen, weil das eine große Möglichkeit ist, sozusagen Kämpfer zu rekrutieren, junge Leute anzusprechen, die leider dann manchmal verführbar sind. Also alles muss ein Bündel sein. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Maßnahme. Nur diese Vorratsdatenspeicherung, über die wir ja fast ausschließlich heute gerade diskutieren, ist natürlich nur ein Teil einer wichtigen strafrechtlichen Vorbeugemaßnahme, aber auch natürlich Ermittlungsaufgabe. Darum geht es letztlich bei uns. Wir wollen alles verbinden und im Übrigen gibt es natürlich einen wichtigen gesellschaftlichen Punkt auch. Der Bundespräsident hat schön gesagt, all dies dient ja dazu, unsere Gesellschaft zu spalten und diese Terroristen haben das Gegenteil geschafft. Darüber sind wir auch sehr froh. Und in der Tat, an dieser Stelle sind Sie sich dann wieder einig. Herr Große-Brömer, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier waren. Auch Ihnen, Frau Hasselmann, vielen Dank. Sie dürfen und müssen jetzt in den Plenarsaal hinein, denn, wie ich eben schon gesagt habe, danke, Sie dürfen sich tatsächlich auch auf den Weg machen.